und auch ein paar Fische finden. Aber das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, dass die dieses Mal absolut nicht beangelbar sind. Und der letzte Scheiß wegholen. Benny wird auch hier im Moment kommen, hat er mir gerade geschrieben. Und dann werde ich mal schnell meine Routen fahren. Weil jetzt müssen die auch mal ins Rennen. Ich bin heiß wie Frittenfett, Alter. Echt. Kriegt ihr nicht. Keine Chance mit dem Wind. Aber was für ein geiler Auftakt von Benny und mir. Der erste Fisch, 17,5 Kilo. Deswegen sagt er, geh ran. Habe ich dann auch, aber der Fisch hat schon ganz schön Schnur genommen. Junge, ist das ein geiler Fisch. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht hier, Alter. Wenn das so weiterläuft wie jetzt. Junge, Junge, da wird es eine schlaflose Nacht. Hallo Leute, seid gegrüßt zum neuen Vlog von mir. Ich melde mich wieder aus der Halle, kennt ihr ja schon. Ich fahre jetzt gleich zum Angeln mit einem guten Kumpel bei mir am Privatsee, Benjamin Fersemann. Mit dem gehe ich heute Abend auch Insta live. Müsst ihr mal gucken, bei mir auf dem Profil, da wird das online sein. Benny und ich haben ein paar Schweinereien vor. Wir versuchen das, was wir jetzt gerade machen im Frühjahr, jedes Jahr zu machen. Immer so Mitte, Anfang April, wo wir immer eine Nacht rausfahren, weil er ist natürlich auch beruflich stark eingebunden, ist ja auch Familienpapa. Bin echt froh, mal eine Nacht rauszukommen, den Scotty anzuwerfen, ein geiles Stück Fleisch zu essen und ein bisschen Scheiße zu reden mit Benny und ein paar Fische zu fangen. Was wir in diesem Vlog erleben, bleibt dran. Ich nehme euch mit, das wird bestimmt lustig. Also, ab von Hof. Ah, das Wetter täuscht, ne? Wir haben da jetzt natürlich schon April, strahlender Sonnenschein, aber nur 12 Grad. Es ist scheiße kalt, der Wind ist so kalt, wir haben seit Wochen Ostwind. Ich war zwar jetzt vor ein paar Tagen einmal bei uns am See, hab geangelt, konnte auch ein paar Fische fangen. Und gestern war ich mit der Drohne da, hab die mal fliegen lassen, hab die auch gefunden. Die Fische stehen aber noch sehr gepresst im Holz. Mal gucken, wie Benny und ich da vorgehen auf jeden Fall. Freue ich mich. Ich bin aber der Doofe, weil Benny ist noch zu Hause. Der muss sich erstmal hier hochkämpfen von der Autobahn. Das heißt, ich muss einkaufen. Wir werden dann mal ein bisschen lecker grillen. So, ich bin jetzt am See angekommen, habe eben mal eine Runde gemacht, konnte auch ein paar Fische finden. Aber das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, dass die dieses Mal absolut nicht beangelbar sind. Keine Chance. Die stecken da so tief drin, aber das waren nur eine Handvoll. Das waren 7, 8 Fische. Das heißt ja nicht, dass sie alle sind. Aber man hat welche gefunden. Das Wetter täuscht wie Sau. Ich habe wieder mal Terry Horn und Verarme, den gefütterten von Corder, weißt du? Meine Pläte natürlich nicht immer friert. Ja, lauf, du ADS-Hund. Benny wird wahrscheinlich auch gleich kommen. So, ich habe schon mal aufgebaut, wie man sehen kann. Ganz sporadisch, Mitte April, nur mit einem Bräuli. Ich werde die Zeit mal ein bisschen nutzen, weil Benjamin hier noch nicht da ist. Der steht im Stau mal wieder. Der hat immer eine beschissene Tour, der muss immer durch den Tunnel, der ist schon wieder mega genervt. So, wie ich aber hier angeln werde heute Nacht und worauf ich setze, das werde ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Ich angle hier natürlich mit ganz kleinen Bräulis jetzt zu der Jahreszeit. Mitte April ist für mich immer noch 15 mm, bisschen durchgebrochene. Ich angle mehr so ein bisschen Popery von meinem eigenen Bräuli-Range. Da habe ich jetzt Butterfisch habe ich dabei, bisschen Krill-GLM und ein bisschen Tweety. Die habe ich gemischt in 15 mm. Die zerbrechen hier, wenn ich fütter. Denn mache ich immer ganz viel zu der Jahreszeit mit Maden und Dosenmais. Das ist für mich ganz wichtig. Und Hanf. Und dazu nehme ich mal einen Spot Activator. Den rühre ich dazu immer an. Und das mache ich immer sehr, sehr flüssig auch. Aus einer ganz einfachen Geschichte, weil das dann eine riesen Wolke unter Wasser gibt. Die Fische, wenn sie vorbeiziehen, dass sie darauf aufmerksam werden. Und dann mit diesem ganzen kleinen, feinen Scheiß, der da auf dem Grund liegt. Weil ich glaube, die fressen noch nicht hundertprozentig. Also so richtig doll noch nicht. Dass ich die dazu animieren kann zu fressen. Besonders mit so kleinen Teilen. Dass sie eben halt das Wühlen anfangen. Und dass der Futterneid eben halt durchkommt. So, und was für Montage ich hier Fisch. Ich werde hier auf Spinnerrig setzen. Ich benutze zum zweiten Mal die neuen Spinnerhaken. Die sind rasiermesserscharf und bis jetzt überzeugen sie auf jeden Fall. Sie sind stabil bei Hook and Hold Angeln. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich mein Futter anrühre. Richtig schöne Matsche. Und das passiert, wenn man es im Wasser auflöst. Und so soll es aussehen unter Wasser. Geil, oder? So. Spot Activator in Wirklichkeit. Hier habe ich ihn das Bomb und Stick Mix genannt. Wenn die Ketten leer sind, werde ich die ganze Geschichte ein bisschen umlabeln. Dann heißt es bei mir All In. Und da gibt es eine genaue Und da wird es eine genaue Produktbeschreibung zu geben, weil das Ganze ist zum Spompen benutzen, als Stickmits benutzen, als Groundbait benutzen. Für mich ist das ein All-In. Ich kann natürlich jetzt jeden Bowley-Mix von mir abfüllen, ein bisschen grober machen und erzählen, dass es das Wundermittel ist. Aber auf solche Schweinereien habe ich keinen Bock, weil ich benutze das ganze Jahr. Vernünftig angereichert mit Bierhefe, ist für mich sehr wichtig. Ein ganzer Schwung Milchpulver, weil das macht eben halt diese Riesenwolke. Und das kann man je nach Feuchtigkeitsgrad, wie er kleben soll oder wie er sich auflösen soll, selber bestimmen. Und du kannst es in jeder Situation einsetzen. So, das reicht jetzt aber genug in Eigenwerbung. Ich werde euch jetzt mal die Vorfächer zeigen, nicht hier Fisch. Ich setze heute Nacht auf Spinnerrigs, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Natürlich mit meinen Pop-Ups. Sonder Edition, einmal
Citrus und Orange. Die sind leider Gottes nicht im Shop verfügbar. Ich schaffe das irgendwie nicht, die in den Shop reinzubringen, weil die sind immer sofort ausverkauft. Ich konnte mir jetzt aber selber mal zwei Dosen gönnen, zum Glück. Und die werde ich heute Nacht fischen. Ich angle hier mit der Heli-Safe-Montage. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich hier Hook-and-Hold-Angeln mache. Und ich will, dass es bleibt, wenn es einen dollen Ruck gibt, weil ich wirklich stramm abspanne mit schweren Bleien. Und wenn es einen Schlag gibt und das Blei ist weg. Jetzt brauchen nicht die ganzen Klimakleber hier rum, Hayden und alles. Leute, das ist unser Privatsee. Hier kommt einmal im Jahr, alle zwei Jahre ein Taucher mit so einem Metalldetektor. Der holt hier Bleie raus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Für mich ist es geil, weil ich brauche keine kaufen und ich kann sie wiederverwenden. Und da kommen jedes Jahr mehr als genug zusammen. Ich zeige euch mal die Montagen, die ich hier fische. Wie man sehen kann, ganz einfache Heli-Safe. Hier seht ihr die Vorfächer. Ja, das ist jedes Jahr im April machen Benny und ich diese Tour. Und eigentlich hat es bis jetzt immer gut gefunden, wenn er und ich los waren. Ich habe da auch richtig Bock drauf heute. Ich war eben einkaufen, haben uns richtig geiles Fleisch geholt aus der Region. Das gönnen wir uns dann ab und zu mal. Ich als Boldi-Millionär müsste eigentlich nur Rinderfilet fressen, aber naja. Hab mit Jan vorhin telefoniert, hab mit ihm verhandelt, ob ich irgendwann nochmal seinen gebrauchten Lamborghini kaufen kann. Aber dafür fehlt mir noch das passende Kleingeld. Aber irgendwann werden wir uns auch nochmal einig. Ach, und bevor ich das wieder vergesse, weil viele Leute fragen mich immer wieder, ey Brocke, Alter, wie viel Tackle hast du eigentlich dabei? Und wie machst du das immer, dass du für jede Situation immer so, muss man immer so viel mitschleppen und nein, muss man nicht. Guck mal hier, Leute. Guck mal, das ist eine Compact-Tasche, diesen Inlet, da habe ich alles da eigentlich drin. Hier habe ich eine kleine Tackle-Box, da ist auch alles drin. Hier oben habe ich meine Papiere drin. Hier habe ich ein kleines Carry-All, da ist auch alles drin. Pop-Ups, Ersatzschnüre, mein Waschzeug, Bleie. Meine Kopflampe, Soundbox, eine Liege, ein Scherm, Ruten, Bissanzeiger. Was will man noch mehr? Und da hinten eine Matte und eine Sling. Das alles. Also man muss nicht immer unendlich viel dabei haben. Ich lasse immer viel auch im Auto. Bei mir unterm Sitz kann man hochklappen, da habe ich noch so ein, zwei Taschen, wo Blei drin sind und die jeweilige Situation oder Ersatzspulenköpfe. Und zack, habe ich immer alles dabei. So, ich werde jetzt mal kurz hocheiern und den letzten Scheiß wegholen. Benny wird auch hier im Moment kommen, hat er mir gerade geschrieben. Und dann werde ich mal schnell meine Routen fahren. Weil jetzt müssen die auch mal ins Rennen. Ich bin heiß wie Frittenfett, Alter. Echt, ist ja widerlich. Immer auf die Kollegen warten, Alter. So, hat sich das ganze Warten noch gelohnt. Das Fersetier ist auch mal angekommen. Das heißt, ich werde jetzt gleich dann erst die Routen fahren bei Fair Play. Wir beide wollen zusammen Spaß haben hier. Und ich sehe schon, er hält die Kamera auf mich. Das kriegst du gleich zurück, Junge. Da ist er. Grüß dich, gut durchgekommen? Ja, ging. Oh, da bin ich ja beruhigt. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf dich gewartet. Ja, ich weiß. Ne? Ja, macht ja nichts. Nicht genervt. Okay. Ich sag ja, beide wollen zusammen Spaß haben, dann kann ich auch so lange noch warten, bis du da bist. Du hast schon einen fangen können. Nein, wir beide wollen. Wir beide wollen Spaß haben, dann warte ich so lange, ich bring den Hund gleich um, egal. Aber ich sehe, du willst auch ein bisschen vloggen, oder was? Ja. Ah. Klaut er mir wieder meine Idee, weißt du? Echt jetzt? Ich habe schon vorgearbeitet den ganzen Tag. Ich wollte gerade sagen, du warst doch schon heute, warst du auch schon im Osten bei deinem Chef, hä? Bei Andi, hä? Dann nach Hause, dann wieder hierher. Das ganze Auto. Und das für eine Nacht? Ja, ich habe jetzt schon 3, 6, über 700 Kilometer heute. Ja, ist doch gut. Du bist das Fahren ja auch gewohnt. Du bist ja auch ein Tier. Ich tue was für die Umwelt. Ja, genau. Wie klebst du dich fest? So, nutz dich. Pack das Auto, lass du dir das für eine Sache und okay, wir müssen die Routen ins Wasser bringen. Ja, da bin ich wieder. Ich würde euch das gerne zeigen hier, wie ich hier die Route vernünftig ablege. Aber, Leute, das ist einfach zu windig. Das wird nichts. Hier vorne lege ich die Route ab. Da so. Sagt, sieht gut aus, weil es hier so eine Sandbank ist und dann geht es da runter, dass sie da eben halt überwegziehen müssen, wenn sie hier am Ufer lang ziehen. Ja, ich hätte euch das gerne hinten gerade noch mal gezeigt, aber der Akku ist abgeschmiert. GoPro-Akkus können einfach keine Kälte ab. Wie er die Spitze hier so schön tief, damit er hochkommt. Macht Daryl auch immer, habe ich gesehen. Ja, was ist meine Sache? Hat er bei Daryl gelernt. Das lernen die so auf Teamtreffen bei Korda. Ja, der Pack, der war hier auf dem Platz. Ey Leute, der hat hier ohne Scheiß beim Angeln 38 Reps geworfen, Alter. Was hast du mit der neuen Kaisen geworfen? Ich hab die jetzt leider Gottes nicht hier. Ich hab die jetzt in der Halle aufgeladen, sonst hätte ich das dir nochmal gezeigt. 44,5 Reps. Ja, ich hab gedacht, ich darf die auch mal werfen, aber das gönnt er mir nicht. Die stellt er dann lieber schön in eine trockene Halle. Ah ne, heute ist auch eh windig zum Werfen. Der hängt, der Fisch. Gut. Steigen sie ein. Geht denn nicht? Keine Chance mit dem Wind. Ich dachte, du bist mittlerweile ruhiger geworden. Ich? Junge, was ist das für eine Akt hier, Alter? Hör auf! Wo hing der Fisch fest? Was musst du von mir halten?
Junge, hat der geflucht. Er hat schon direkt gesagt, ich darf es nicht verwenden. Ja, ich bin wieder ausgerastet. Ja, der Wind hat mich weggedrückt. Mir ist da von meiner Kurbel der Knauf abgegangen, weil ich nicht vernünftig nachgezogen habe. So wie, weißt du, so Anfängerfehler im Frühjahr halt. Aber was für ein geiler Auftakt von Benny und mir. Der erste Fisch, 17,5 Kilo, mega. Und der läuft eine Route, wo wir beide gesagt haben, ja, die wird nicht laufen. Wenn, der läuft die linke und zack, schießt sie ab. Vorne mit der Drohne geflogen, nicht einen Fisch gesehen, beide Gesichter so weit unten. Und auf einmal läuft der Fisch ab. Aber das ist eben halt kaputt. Ich zeige euch jetzt den Fisch und dann muss Benjamin zusehen, dass er auch seine Route ins Rennen kriegt. Ich nämlich auch wieder. Und dann müssen wir auch einmal was essen, bevor wir nämlich live gehen nachher. Ah, up. Na komm schon, Digga. Schöner Fisch. Das ist verdammt geil. Auf dem gelben Zitrus-Pop-Up von mir. Geil, geil, geil. Und er hat noch zu ihm gesagt, ich habe Fische gefunden im Holz, aber nur kleine. Und dann läuft der hier raus. Voll der geile Fisch. Fett. So, ich werde jetzt mal eine Route wieder machen. Dauert auch wieder mal alles ein bisschen länger, wie gedacht. Wir gehen auch schon bald echt live. Wenn ja noch nicht eine Route liegen, muss man alles aufbauen. Ist gerade da ganz hinten. Und ist total nervös. Klar, bei so einem ersten Fisch, den wir jetzt hatten. Aber jetzt ist es relativ egal, welche Route als nächstes läuft, ist sowieso seiner. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. In die norddeutschen Gefilden, in den Sturm. Und die Route widerlegen. Leute, das ist es halt, ne? Da haben die Bock drauf hier. Das ist jetzt egal. Tweedies, Butterfisch. GLM. Ah, oh, die Mischung macht's. Haben die Bock drauf? Die kleinen Racker hier am See. Und ich sag noch zu Benny Hubel, hinten waren nur Gummern im Holz. So, genug gequatscht. Futter, Rute, ab ins Boot und los. So, hier seht ihr es nochmal. Da lege ich die Rute ab. Da habe ich gerade ein bisschen gefüttert. Da sieht man das hellere. Und das Spot Activator. Das funktioniert ganz gut. Ganz wenig Boilies hinterher geschmissen. Da lege ich jetzt die Rute ab und werde mal versuchen, sauber wieder rüber zu kommen, weil der Wind lässt jetzt langsam ein bisschen nach. Will ich den kleinen Mann mal kurz helfen? Und was gefunden? Fische. Ja? Ja, aber nur an einer Stelle. Was? Ich sag aber nur an einer einzigen Stelle. Und wo? Direkt vor dem Mast. Da, wo du den Grund nicht mehr sehen kannst. Da sind welche weggehuscht oder was? Zwei, drei Stück. Ich bin einmal links runter, da bist du zur Weide. Ja, hab ich gesehen. Hab ich nicht eingesehen und mich umgedreht. Dann hab ich gedacht, ich fahr noch ein Stück weiter zurück. Und dann hab ich die Rücken gesehen und waren sie weg. Das ist schreckhaft noch, ne? Ja, die sind sofort abgezischt. Dann kamen die Blasen hoch, aber... Nun gut, vielleicht kommen sie wieder. Ja, die kommen wieder. Aber immerhin, was wir sehen bei dem anderen. Ich hasse das immer, wenn du gar nichts siehst. Da fehlt noch eine Rudelauflage hier. Ja. Sieht gut aus, oder? Ja, sexy. Das Worst Case ist eingetreten. Ich sitze unterm Schirm, die Rute läuft los. Benny sagt, bis. Ich sag, ja, du bist. Ja, ich bin damit nicht so konfirm, wenn das nicht meine Routen sind. Und Brocke sagt, wir machen heute Lauf auf Lauf. Manchmal ist es ja einfach so, wenn wir hier sind, stehen die Fische einfach nur in einer Ecke und dann fängt der eine und der andere nicht. Deswegen sagt er, geh ran. Hab ich dann auch, aber der Fisch hat schon ganz schön Schnur genommen. Und ich wollte nicht zumachen, weil ich Schiss hatte, den zu schlitzen. Er hat schon ganz schön Pelle gemacht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich in den Winter da nicht raus darf. Ja, und ich komme nicht mit. Ja, gut Kett gemacht, ey. Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, dass er hochgeht ins Holz, rechts. Ich habe eben schon erst gemerkt im letzten Jahr. Ja, habe ich schon gedacht. Aber so schnell kann es gehen. Zweiter Fisch für uns. Wir angeln gerade mal effektiv, wenn es hochkommt, eine Stunde, anderthalb. Das ist schon geil. Und ganz ehrlich, Leute, mal, vielleicht werden wir da mal in Insta Live drauf eingehen. Diese Biss-auf-Biss-Geschichte, das kannst du nicht mit jedem machen. Das ist einfach so. Weil wir staffeln das immer so. Bei denjenigen, wo die Route als erstes abläuft, von denen, der nimmt die auch an. Wenn jetzt Benny seine als erstes abläuft, nimmt er die an. Der nächste, der abläuft, ob bei mir oder bei ihnen, ist egal, nehme ich an. So macht man das. Man darf, wenn man sowas macht, nicht fischneidisch sein. Das ist der absolute Overkill. Und das sind wir nicht. Wir haben so viele große Fische in unserem Leben schon gefangen. Da spielt dann keine Rolle mehr, die paar Kilos Unterschied. Leute, Chit 7, wir haben jede Menge Spaß beim Angeln und darum soll es gehen. Ist da in einer kleinen Insel eigentlich noch der Baum drin? Nein, den habe ich immer weggenommen. Kann er sich, wenn nur umgehen? Wenn er nur um die Steine rum. Na, musst du mit der Nuschalle raus? Ja, aber ich will den erstmal da von der Insel weg haben. Aber der pumpt gut, ne? Ist fest. Ja, warte, ich helfe dir mit dem Boot. On the way, my friend, on the way! Ja, dreh dich auch mal richtig hin!
Du kannst ihn auch drehen. Genau. Ist jemand kein Fuchsboot? Nee. So, mal gucken, aber den werde er schon safe holen. Und selten vor, dass wir einen verlieren. Er hat ihn abgelöffelt, er hat ihn bekommen. Die Citrus-Poppies laufen, Alter. Das ist so. Ha, geil. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt gleich zum Vorschein kommt. Uhu. Da ist er, der alte Hühnerschrecker. Was hier? Schreibzeile. Hey, Kollege, wir sind Beauty-Mann, eh? Oh, Schwein gehabt, ey. Die Schnur hing da am Stein fest. Ja. Die Schnur ging direkt zur anderen Insel. Ich denk so, oh, zieh, kommt der direkt vor den Ästen, schlägt der. Ich am Rudern und am Zehren. Boah, ich hab gedacht, der hängt da voll drin. Schöner Fisch. Das ist die Hauptsache. Alle Haken hingen so bombig, ne? Das, der Spinner kann. Hier, der kurze ist abgehakt. Ist er schon? Ja. Oh, ist aber auch ein guten. Oh, geiler Fisch. Junge, ist das ein geiler Fisch. Ja, das habe ich gesehen, dass er geil ist. Alter, guck dir den Fisch an. Halbzeile. Schätz mal aus, so 14, 15 Kilo wird er haben. Mega, Alter. Was will man noch mehr? Weil wir müssen Gas geben, Junge. Wir haben noch 40 Minuten, dann müssen wir live gehen. Was sagst du? Ah, ich sag so 14,5, 15. Ich hätte sogar, ich schätze sie momentan eh weniger. Dann sag ich mal 14,2. Oh, nicht mal. Na, 13. 13,2. Ja, trotzdem, Alter, guck dir mal den Fisch an, hallo. Und der ist noch nicht mal voll. Mega Fisch. Aber kann man mal sehen, sind wir ein bisschen eingerostet, ne? Ja. Über den Winter. Alter, guck dir mal den Fisch an. Nice. Junge. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht hier, Alter. Wenn das so weiterläuft wie jetzt. Junge, Junge, dann wird es eine schlaflose Nacht. Der gute Becher. So, dann schaffen wir es, aber ich muss noch mal die Route legen, bevor wir live gehen, das sag ich dir. Sonst gehst du da alleine live und ich mach meine Route. Jetzt geht's los hier. Wakey, wakey! Was geht, Leute? Wiki Wiki, live vom Wasser heute. Guckt schon irgendeiner zu? Ja. Oder mal für spezielle Sachen, die man später mal machen oder veröffentlichen möchte, für irgendwelche Projekte hat man immer noch mal was. Aber alles veröffentlichen tue ich auch nicht. Ja, richtig. Jeder Fisch ist einzigartig. Deswegen, Yannick schaut auch zu, sei gegrüßt. Es werden alt... Ja, Gerhard, du bist dran. Oh, Tilus hat das Telefon umgehauen. Jetzt ist er wild. Oh, ich hoffe, ich habe nirgendwo drauf gedrückt. Kann man das nachher für den Vlog verwenden, was wir hier filmen? Das kann man speichern oder das schneiden wir in den Vlog rein. Ja, jetzt darf ich gleich zwei Routen fahren. Der hat noch nicht mal gepiept. Das habe ich schon in der Routenspitze gesehen, dass er will. Ey. Ja, du hast da hingeguckt, ich nicht. Aber geil ist, dass du gar keine Route mehr im Rennen. Schön, und dann darf ich gleich im Dunkeln darüber fahren, weißt du? Jetzt seht ihr uns hier mal live bei der Arbeit. Boah, Alter, auch eine Halbzeile. Ich glaube das nicht. Ja? Leute, das ist eine Zeile! Boah, der ist verdammt geil. So, und jetzt sind wir wieder bei Wertschätzung von Fischen. Der Fisch ist nicht riesig. Aber wunderbar gehakt, siehst du das? Ja. Oh, der gegriffen. Hier, wie ihr sehen könnt, schönes Spinner-Rig. Perfekt gehakt. Was will man noch mehr? Topwasser! Hä? Ist der gut, Leute? Da braucht ihr Topwasser dazu. Was soll ich dazu sagen? Dritter Fisch in Folge für uns beide und einer geiler wie der andere. Hello again, da ist der Benjamin, der ist schwer am Drillen, ne? Ja, nachdem du souverän angenommen hast. Ja, er guckt mich an, gerannt, ich hab Teller an der Hand. Nur am Meckern ist er hier. Ja, das war ja wohl vorhin ja wohl eine echte geile Gaudi von uns hier beim Livestream. Das war natürlich mega lustig. Jetzt sind wir hier am Essen und was ist? Steigt wieder ein Fisch ein. Wir machen ja Biss auf Biss. Benny ist jetzt dran. Deswegen ist er da hinten am Drillen und rennt auch schon wieder weg. Schön die Fritten ranpellen. Aber schöne Route hast du da. Ja, ne? Handmade. Bin lang fürs Boot, aber geht. Oh, hast du auch mal eine vernünftige Rolle in der Hand, Alter. Hey. Naja, Spaß muss sein, Leute, das wisst ihr ja. Ich würde mal sagen, ich melde mich gleich wieder, wenn der Fisch raus ist. Da hat er so einen kleinen Bauchigen da rausgezerrt, da hinten, ne? Wieder gut gehakt, ne? Schön Unterlippe, zack. Aber der geht locker raus. Da läuft er, meine Damen und Herren. Ist gar nicht so leicht. Ja, ist ein schöner Fisch. Ja, ganz schön Gewicht drunter. Dick Bauch ich im Moment, wie du schon sagst. Ui! Dicke. Fisch Nummer 4, oh. Ciao, ciao, Bambino.
Ciao, ciao. Wir haben uns das hier reglich verdient heute hier. Guck euch das an. Ja, oh, das ist geil, Alter. Oh, das ist geil. Oh, wir gönnen. Wir machen richtig, richtig Gönnjamin, machen wir heute hier. Heieiei. Guten Morgen, guys. Ja, dann melde ich mich auch mal wieder. Ben und ich haben eine erfolgreiche Nacht hinter uns jetzt. Wir konnten noch ein paar kleinere Fische fangen. Und jetzt gerade beim Einpacken nach dem Frühstück. Doppelschlaf für Benny und mich. Und da hinten ist eine richtig geile Zeile drin. Ne? Den werden wir euch jetzt dann noch mal zeigen. Und dann mache ich hier auch an der Stelle zu. Ihr könnt ja bei uns auf dem Profil mal vorbeigucken, uns bei Social Media verfolgen. Ne? Fersemann und Brockmann, wisst ihr ja. Von uns werdet ihr dieses Jahr bestimmt noch mal mehr sehen. Nicht nur den Workshop, wir haben auch noch andere Geschichten dieses Jahr am Laufen. Aber dazu zu gegebenen Zeitpunkt immer auf jeden Fall mehr. So, Benni, hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht, ja. Machen wir es wieder? Demnächst, ne? Naja, eigentlich machen wir es jedes Jahr im April, aber wir schaffen es nie mehr wie eine Nacht. Ich fahre jetzt gleich in die Halle, muss da noch ein bisschen arbeiten und Benni muss auch noch von Rechner. Ins Büro und dann ja, nächste Woche ist Filmdreh und dann haben wir Mai, aber vielleicht schaffen wir es Anfang Mai nochmal. Ich glaube, da sehen die Bedingungen auch besser aus. Ja, das ist wieder so ein beschissener Frühjahrsstart. Es ist scheiße kalt, es macht keinen Spaß. Aber die Fische hatten Bock. Die hatten richtig Bock gehabt. Hauptsächlich mit Pop-Ups haben wir sie gefangen. So, ich sag in und out. Ich bin hier raus. Ich zeige jetzt nochmal die Fische zum Schluss und dann geht's in die Halle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der kann.